Es beginnt mit einem friedlichen Gebet. Bonn am 5. Mai 2012. In der zweiten Reihe kniet Murat K. Er hat ein Messer in der Tasche, das er noch an diesem Tag benutzen wird. Salafisten aus ganz Deutschland sind gekommen. Sie wollen die Ehre des Propheten verteidigen. Deswegen unterbindet das. Die Situation eskaliert. Murat K. Der 25-jährige Deutsch-Türke hat vor kurzem seine Wohnung aufgelöst, weil er sich, wie die Behörden glauben, am Dschihad beteiligen will. Er langt in seine Hosentasche. Kurz danach liegen zwei Polizisten am Boden, mit Messerstichen schwer verletzt. Guck mal, wie der blutet, der Polizist. Das ist doch nicht unsere Religion. Die sind doch da, uns zu beschützen. Die sind doch da, Gewalt zu verhindern. Wir können doch nicht Staatsgewalt angreifen. Murat K. griff an. Er ist einer von 4000 Anhängern des Salafismus in Deutschland, einer strengen Ausrichtung des Islam. Sich Schüler. Nach unserem Eindruck wird hier ein moderner Islam gelehrt, der Gewalt ablehnt. Aber unter den jungen Männern, so erzählt uns ihr Lehrer, findet sich manchmal einer mit extremistischer Gesinnung. Es gibt Menschen, die die Religion nicht verstanden haben. Sie lesen irgendetwas, haben sich selbst irgendetwas eingebläut und glauben dann, irgendetwas verstanden zu haben. Ich habe mit solchen Leuten geredet. Ich mag diese Fanatiker nicht. Da sind mir sogar Nicht-Muslime viel lieber. Das größte Risiko für Abdullah sind radikale Mitbewohner. Einer hat Bücher eines Gelehrten, dessen Koranauslegung gern von Extremisten zitiert wird, zur Rechtfertigung für Terroranschläge. Im Koran der Salafisten sind diese Aufrufe zur Gewalt in den Fußnoten versteckt. Der Originaltext definiert den Dschihad, den Heiligen Krieg, als Selbstverteidigung. Tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, von wo sie euch vertrieben haben. Wenn sie gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Wenn sie aber aufhören, so ist Allah allverzeihend, barmherzig. Im Kommentar heißt es dagegen: Wenn der Dschihad aufgegeben wird, dann wird der Islam zerstört, werden Muslime unterworfen. Sie verlieren ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht. Auch die Salafisten nutzen die Meinungsfreiheit für Provokationen. Mitten in der Frankfurter Innenstadt demonstrieren sie ihre Vorstellung von einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen strikt getrennt sind. Wenn du auf der Wahrheit bist, musst du es gewohnt sein, ausgepfiffen zu werden. Mit solchen Auftritten schwang sich der Konvertit Pierre Vogel zu einem Wortführer der salafistischen Bewegung auf. Mittlerweile steuern er und andere die Aktionen in Deutschland aus Ägypten. Auch die Verteilung von 300.000 Koranen in deutschen Großstädten wird nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden aus dem Ausland finanziert. Die Exemplare sind allerdings harmlos, ohne die brisanten salafistischen Fußnoten. Die Koranverteiler wollen möglichst viele Menschen zum Islam bekehren, damit sich die Demokratie erübrigt. Trotz dieser Distanzierung vom Terrorismus warnen die Sicherheitsbehörden vor der salafistischen Ideologie, weil sie die freiheitliche Demokratie bedrohe. Barino Bassoum war ein fanatischer Islamist. Mit 18 konvertiert er. 5 Jahre lang radikalisiert er sich auf verfassungsfeindlichen Islamseminaren. 2005 gelingt ihm der Ausstieg. Er weiß genau, wie Islamisten denken. Der Glaube ist ein Handel mit Allah. Ich verkaufe meine Seele und mein Vermögen und bekomme im Gegenzug das Paradies. Und was tue ich? Ich kämpfe für Allahs Sache und töte und werde getötet. Der Aussteiger berichtet von Manipulation und Gehirnwäsche, selbst bei Kindern. Da kam ein kleiner Junge zu mir, 12, 13 Jahre war er, und hat mir gesagt, Barino, weißt du, ich komme gerade aus einer anderen Moschee in Bonn. Und dort hat der Imam uns eine kleine Gruppe von Jugendlichen dann auf Seite genommen und hat gesagt, Jungs, besorgt euch kleine Küken und schneidet ihnen die Köpfe ab. Das soll eine Übung für euch sein, denn es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr genauso den Juden die Köpfe abhacken. Solche Aufforderungen werden in der Internetpropaganda mit Heldenrhetorik verbrämt. Abenteuer und Sinnsuche. Gott gefallen durch Blut und Krieg. Der Koran
ruft euch. Er ruft euch, den ehrenvollen Tod für Allah zu sterben. Darf die Demokratie nicht unterstützen, weil sie gegen den Islam ist. Gesetze sind abzulehnen, wenn sie vom Parlament gemacht wurden, weil nur Gottes Gesetze gelten. Letztendlich ist es eine, vertreten sie eine politische Zielrichtung, eine Gesellschaftsordnung zu schaffen, die allen unseren wesentlichen Grundwerten widerspricht. Unter den Teilnehmern sind keine Skinheads, sondern vor allem normale Bürger, die ihre Angst vor den Salafisten auf alle Muslime und den Islam als Religion übertragen. Wir haben die Unterdrückung der Frau in jahrhundertelanger Arbeit abgeschafft und jetzt kommt eine fremde Religion, die diese Unterdrückung hier wieder einführen will. Das kann nicht sein. Ja, weil ich mich ärgere, dass Frauen dermaßen unterdrückt werden in unserem Land, wo wir für die Gleichberechtigung der Frau jahrhundertelang gekämpft haben. Und jetzt kommen solche Typen wie Islamisten und zwingen ihre Frauen dazu, eine Burka zu tragen. Danny ist ein ganz normaler Teenager, der gerne zu Hip-Hop tanzt, bis er den Islam für sich entdeckt. Wir hatten ja noch Silvester gefeiert, er ganz normal mit, ne? Und im Januar 2008, ein paar Tage danach, hat er dann eben halt mir geschrieben, eine SMS, dass er eben halt konvertiert ist. Wie lange Haare? Für Danny ist lange Zeit Fußball sein Ein und Alles. Bis er 20 ist, spielt er beim BFC Alemannia gleich um die Ecke in seinem Kiez in Reinickendorf. Doch längst widmet er sich vor allem den Worten Allahs. Zwei Tage später begreift sie, was passiert ist. Und dann habe ich gesehen, dass der Koran weg ist, die Bücher weg sind, also alle gläubigen Bücher. Und habe dann meinen anderen Sohn informiert. Und da war dann schon die Panik. Mein anderer Sohn ist dann alle Moscheen abgefahren, wo er nur konnte, weil er gedacht hat, vielleicht übernachtet er nur in der Moschee zum Ramadan. Aber vergeblich. Auch in der Al-Nur-Moschee ist Danny nicht mehr anzutreffen. Mit einer Gruppe von Glaubensbrüdern, die er hier kennengelernt hat, hat er Deutschland den Rücken gekehrt. Ende September 2009 sendet Danny ein erstes Lebenszeichen. Er ist jetzt an einem Ort, von dem Beatrix Rhein das noch nie in ihrem Leben gehört hat. In der Nähe einer Stadt namens Mir Ali, in Pakistan, direkt an der afghanischen Grenze. Was in aller Welt suchen junge Muslime wie er ausgerechnet dort? In diesem Landstrich herrscht der Islam. Aber auch Krieg zwischen islamistischen Gotteskriegern und den pakistanischen Regierungstruppen. 2009 wandern Danny und Dutzende andere Muslime aus Deutschland dorthin aus. Aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und eben auch aus Berlin. Halten also radikale Salafisten Gewalt für gerechtfertigt. Solche Botschaften hat auch der junge Aussteiger aus Bremen oft gehört. Er hat erlebt, wie in Vorträgen und Predigten Hass geschürt wird. Als Böse werden eben ganz klar Feinde des Islams bezeichnet, Ungläubige, sehr häufig auch Juden. Die kann man bekämpfen. Wenn sie den Islam kritisieren, angreifen oder in islamische Länder einmarschieren, dann müssen die sogar bekämpft werden. Dann wird es auch zur Pflicht. Hat auch Danny aus Berlin das als seine Pflicht angesehen? Er hat Deutschland verlassen, an einen Ort, an dem es den Islam zu verteidigen gilt. Kurz vor seiner Ausreise erscheinen Aufrufe von deutschen Salafisten aus dem Kampfgebiet an der afghanisch-pakistanischen Grenze. Sie rufen Landsleute auf, ihnen in den Dschihad, in den Heiligen Krieg zu folgen. Wenn ich die Kraft habe, Dschihad zu verrichten mit meinem Körper, mit meiner Seele und mit meinem Vermögen, dann muss ich alles unter aller Gehorsam leisten. Beatrix Reinders bekommt Ende des Jahres 2009 noch einmal eine E-Mail von ihrem Sohn. Nur noch dieses eine Mal. Die letzte E-Mail war eine Art Hilferuf, ja. Weil die kam Anfang Dezember und da stand eben halt drin, es geht uns nicht gut. Es ist nicht so, wie wir uns hier vorgestellt hatten. Und wir sollten eben halt versuchen, Geld zu schicken. Mehreres
kommt dann. Und im ersten Moment haben wir natürlich gedacht, wenn die da voll drinnen sind, werden sie das Geld nicht dafür benutzen, sondern für den Krieg benutzen. Dafür schicken wir nichts. Und mein anderer Sohn hat sofort geantwortet und hat geantwortet, wenn ihr nach Hause wollt, schicken wir euch jederzeit ein Ticket. Doch dazu kommt es nicht mehr. Der Kontakt zu ihrem Sohn bricht ab. Für Beatrix Reinders beginnen qualvolle Monate. Ja, die Ungewissheit. Wo sind sie? Was haben sie? Wo sind sie? Was machen sie? Und man ist eigentlich zu nichts mehr fähig in dem Moment. Also, man kann nicht arbeiten gehen, obwohl das eigentlich helfen würde zum Ablenken, aber man kann gar nichts. In Berlin hofft Beatrix Reinders im Frühjahr 2010 noch, dass ihr Sohn Danny aus Waziristan nach Berlin zurückkehrt. Bis zum 5. Mai, einem Mittwoch. Also meine Tochter kam die Treppen hoch mit mehreren Leuten. Sie hat nur gesagt, Mama. Und da wusste ich, was passiert war. In ihrer Wohnung zeigen Kriminalbeamte ihr das Foto eines Toten. Es ist Danny. Er war total abgemagert auf dem Foto. Und wir haben eigentlich mehr oder minder richtig erkannt, nur an seinem Leberfleck. Und er hat eine schiefe Scheidenwand vom Fußball. Was nur ist mit Danny passiert? Monate später, als er schon tot ist, taucht ein Propagandavideo auf, das eine islamistische Terrorgruppe ins Netz gestellt hat. Zu sehen ist ein junger Mann, der sich Shahid Ebu Abdullah Almani nennt. Märtyrer Ebu Abdullah aus Deutschland. Es ist Danny Reinders. Hier in Waziristan an der afghanisch-pakistanischen Grenze ist er mit anderen Glaubensbrüdern aus Deutschland zu einer Gruppe gestoßen, die sich Deutsche Taliban Mujahideen nennt. In dem Video spricht Danny die Sprache der Gotteskrieger. Kämpfen gegen die Kuffar, die Ungläubigen, gegen ausländische Truppen. Liebe Geschwister in Deutschland, guck, wie wir die BM-Raketen zu den Kuffar schießen. Die Kuffar schießen blind, sie wissen nicht, wo wir sind. Allah macht die Kuffar blind. Inshallah möge Allah die Kuffar beseitigen, auslöschen und die ganzen islamischen Länder wieder die Scharia führen lassen. Am Ende des Videos ist zu sehen, wie Gräber ausgehoben werden. Irgendwo im pakistanischen Niemandsland. Begraben werden die Leichen von jungen Leuten aus Deutschland. Auch die von Danny Reinders. Er ist mit drei weiteren Glaubensbrüdern in einem Feuergefecht mit der pakistanischen Armee erschossen worden. Kurz vor Ende unserer Dreharbeiten hat sich in Köln ein Mann angekündigt, der für viele Salafisten eine Art Ikone ist. Pierre Vogel, ein ehemaliger Boxer aus dem Rheinland. Inzwischen studiert er, wie er sagt, in Ägypten. Zu Auftritten in Deutschland kommt er, medienwirksam, eingeflogen. Entasozialisierung im Namen Allahs. Von Salafisten, die den Koran 1:1 zur Grundlage ihres Handelns machen. Mit Regeln, die gegen Demokratie verstoßen und gegen ein selbstbestimmtes Leben sind. Den Sohn von Beatrix Reinders haben Salafisten so beeinflusst, dass er bereit war, für den Islam zu sterben. Heute weiß sie, dass die Pläne für die Ausreise nach Waziristan zuletzt in kleinen Zirkeln in Privatwohnungen geschmiedet worden sind. Beatrix Reinders geht zum ersten Mal dorthin, wo sich ihr Sohn zuvor immer weiter radikalisiert hat, zur Al-Nur-Moschee in Berlin. Es beginnt mit einem friedlichen Gebet. Bonn am 5. Mai 2012. In der zweiten Reihe kniet Murat K. Er hat ein Messer in der Tasche, das er noch an diesem Tag benutzen wird.